ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich eine leckere und erfrischende Waffeltorte für euch. Und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen 400 Gramm Schmand, das waren zwei Packungen, 100 Gramm Zucker, 600 Milliliter Schlagsahne, drei Packungen, drei Päckchen Sahnesteif und ein Päckchen Vanillezucker. Ich werde erstmal die Schlagsahne mit drei Päckchen Sahnesteif schlagen. Und werde jetzt den Schmand mit dem Zucker und Vanillezucker cremig schlagen. Und werde die geschlagene Sahne unterheben. Und fertig wäre dann erstmal die Creme. Dann brauchen wir Waffeln. Ich habe zwei Packungen Waffeln. Meine sind ein bisschen größer, die gibt es auch in kleine. Hier sind sechs Stück drin, in zwei Packungen sind das 12. Die kleinen sind dann 24 Stück, glaube ich. Es ist egal, ob ihr klein oder groß nimmt. Ich werde erstmal eine Schicht Waffeln in eine Auflaufform hineingeben. Und darüber kommt dann die Hälfte der Füllung. Das ist super einfach, geht ganz schnell und ist richtig super lecker. Dann kommt noch eine Schicht Waffeln. Und gebe die restliche Creme darüber. Ich habe ein Glas Sauerkirschen. Den Saft habe ich jetzt aufgefangen und die Sauerkirschen, die werde ich dann in ein Glas füllen. Ich gebe zwei Esslöffel Speisestärke hinein und werde das dann einmal aufkochen. Dann kommen die Kirschen noch mit rein. Ich habe den Saft jetzt einmal aufgekocht, ist dickflüssiger geworden. Und gebe die Kirschen hinein. Vermische das einmal. Das ist noch heiß. Ich muss dann abwarten, bis das abkühlt. Sonst schmilzt uns die Sahne. Ich hatte den Kuchen in den Kühlschrank gegeben. Ist mittlerweile ausgekühlt, richtig kalt geworden. Und die Kirschcreme, die ist jetzt lauwarm. Ich werde die Kirschcreme über die Creme geben. Aber davor habe ich ein paar Butterkekse, die werde ich einfach zerbröseln und über die Creme zerstreuen, damit die Kirschen nicht direkt mit der Creme in Verbindung kommen und das wässrig wird. Ihr könnt natürlich auch noch eine Schicht Waffel drauf geben, dann die Kirschsoße. Aber für mich ist das zu viel Waffel, aber so schmeckt das richtig lecker. Ich gebe einfach zerbröselte Butterkekse darüber, dann gebe ich die Kirschsoße. So kommt die Kirschsoße nicht mit der Creme in Verbindung und dann hat man auch so richtig knusprige Kekse dazwischen. Dann kommt die Torte nochmal in den Kühlschrank, am besten über Nacht.
Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet. Alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können den jetzt abonnieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.